So, willkommen zurück bei Let's Play Pokémon Rubin. Ja, lange ist es her, seit dem letzten Part, und es ist einige Zeit vergangen und unsere Pokémon sind gealtert. Ich habe beim Training ein, ja, sagen wir mal, Shiny gefangen. Ihr wollt es sehen? Na gut, bitteschön, hier seht ihr es. Shiny Alarm, Leute! Oh mein Gott, ein Shiny Stolrak. Das ist das erste Mal, dass wir ein Shiny in einem Let's Play begegnen. Die Chance, dass ein Shiny auftaucht, ist 1 zu 20.000. Boah, haben wir ein Glück. Also, eigentlich wollte ich den Meisterball ja für Latias oder Latias aufheben. Aber weil Stolrak so selten ist und weil Shiny so selten sind und diese Stolrak Brille einsetzen kann, werde ich hier den Meisterball einsetzen. Ja, also ich finde, Shiny geht über legendäre Pokémon und das sollte man auch nutzen. Also, Meisterball auf Shiny. Ja, und Shiny Stolrak haben wir gefangen. Könnten wir auch zu Stolloss entwickeln, wenn wir Lust drauf haben. Das wird eigentlich ganz cool aussehen, glaube ich. Stolrak temperiert seinen Körper, indem es ausgesprochen nahrhaftes Quellwasser trinkt, bis es völlig aufgebläst ist. Dieses Pokémon baut sein Nest in der Nähe von Quellen aus, denen köstliches Wasser sprudelt. Ja, Shiny Stolrak, hahaha. Okay, wie wollen wir es nennen? Shiny. Keine Ahnung, Shiny irgendwas. Shiny Rock. Nee, Shiny Metal. M-E-T-A-L. Metal. Ja, Shiny Metal. 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 So. Shiny Metal. Und ich glaube, wenn wir schon dabei sind, ich werde es einfach mal entwickeln. Wir sind ja hier in dem Special Part. Und es kann nicht schaden, ne? Ein Shiny mal zu entwickeln. Vielleicht soll ich das ja auch, vielleicht tue ich es ja ins Team rein, mal schauen. Also, ist ja eigentlich ganz mal so schlecht, so ein Shiny im Team. Das wäre auch ganz cool, außerdem noch. Ich lasse meinen Nihanton da, obwohl Nihanton kriegt den Beta. Ich lasse es jetzt mal absolut hier. So. Und ja, dann trainiere ich jetzt einfach mal das Shiny bis zur Entwicklung und dann sehen wir uns gleich wieder. Oder wir sehen uns jetzt wieder. Ne, bis gleich. Ich werde es auf Screen machen. Bis gleich. Hallöchen. Ich bin fast fertig mit dem Trainieren unseres Shinies. Es ist kurz vor der Entwicklung und ich habe mich währenddessen entschieden, ich werde es ins Team tun. Weil Shinies sind selten. Außerdem ist Stolloss ein richtig geiles Pokémon. Welches Pokémon werde ich wohl rausnehmen? Tja, welches Pokémon stirbt denn wohl beim ersten Angriff, ne? Ich werde Nidoton rausnehmen. Ich wollte Nidoton eigentlich nehmen als eine Art Self-Killer, einer, der sich selber Schaden zufügt, sodass er den Gegner seinen AP killt, so mit ihr wisst schon, die Attacke haben wir vorhin, hat's vorhin erlernt. Falls ihr nichts wisst, dann spult's zurück. So, auf jeden Fall hat unser Shiny Metal Level 42 erreicht und entwickelt sich jetzt. Alter, sieht das nicht geil aus? Boah! Das ist doch mein Stolloss. So, und jetzt werden wir unsere Herzschuppen holen und ihm ein paar ordentliche Attacken beibringen. Ich habe noch kein Booster für ihn. Aber ich habe schon ein paar Attacken, die Stolloss unbedingt lernen sollte oder muss. Schade, dass wir keine Erholung mehr haben, weil ich hätte eine coole Attacke, eine coole Kombination mit Stolloss. Und zwar könnte man den auf den Defender skillen. Mit Eisenabwehr. Und das ganze Zeugs. Und Toxin halt noch. So wie bei unserem Ninja-Tom. Aber naja. Gut, mal schauen. Was habe ich denn hier? Ich brauche ja meine Herzschuppen, genau.
Hier sind sie. Habe ich noch eine? Habe ich nur eine? Ich dachte, wir haben mehr. Na gut. Wenn wir nur eine haben. Oder haben wir eine andere dabei? Mal schauen. Moment. Ich muss schon mal ein Blick riskieren. Okay, ich habe ein paar TMs gekauft für Stollers. Gut, dass ich sie gerade sehe. Ja, Stollers kann ja im Donner. Das werden wir ihm auch jetzt beibringen. Der wird richtig heftig geskillt werden. Okay, was verlernen wir? Brille. Brille ist so useless. So, und jetzt Shiny lernt Donner. Shiny Metal lernt Donner. Gut, Durchbruch wäre auch noch eine Option. Mal schauen. Feuersturm können wir ihn auch beibringen, allerdings spielt Stollers nicht so auf Verteidigung. Nicht so auf Spezialangriff. Power Punch. Power Punch und Delegato wäre eine geile Option. Ich muss mal kurz schauen, wo wir Delegato finden können. Sehen wir uns gleich wieder, ne? Bis gleich. Gut, hier bin ich wieder. Ich habe gerade mit Erschrecken nachgesehen. Und zwar kann Stollers nur in der Smaragd und in der Feuerroten und Blattgrüne Edition Delegator durch einen Attackenlerner erlernen, denn hier gibt es gar keine Attackenlerner. Naja, aber verdammt, wo bin ich denn jetzt? Hier ist der Attackenlerner. Jetzt aber. So. Nein, nicht an ihm vorbei. Sprich ihn an. Ja, nimm mein Shiny Metal. Das wäre geil, wenn Shinies so Spezialattacken können. Wenn Shinies nur Attacken können, die nur Shinies können. Das wäre doch eine geile Attacke, oder? So eine richtig starke Attacke, die nur Shinies können. Das wäre geil. Zeitklappe, nein. Kopfnuss, nein. Kopfnuss, ja, vielleicht. Zieht nimmt 70 ab und hat Zurückschreck-Chance. Eisenabwehr, ich weiß nicht. Also, ich habe schon eine Attacke, die ich ihm beibringen werde. Und zwar bringe ich ihn noch, ich bringe ihn jetzt dann noch Drachenklaue bei. TM2, Drachenklaue ist dabei. So, Shiny Metal kann dann gegen Drachen gut bestehen. Ich verlerne Schutzschild. Shiny Metal hat Schutzschild vergessen und Shiny Metal lernt Drachenklaue. Perfekt, so. Kraftreserve, nee, Blizzard, nee, wobei Blizzard, ich weiß nicht. Donner und Regentanz. Regentanz haben wir ja noch übrig, dann könnten wir... Oh, Shiny Metal kann Regentanz, geil. Geiler Scheiß, dann bringen wir den Regentanz und Donner bei. Das ist eine geile Taktik. Genauso machen wir es. Dann ist unser Shiny Metal der Anti-Drachen-Killer, sag ich mal. Und jetzt noch ein Eistrahl, dann haben wir einen perfekten Drachen-Killer, Drachen-Slasher, Dragon-Slasher. Den werden wir auch in der Liga brauchen. So, ich verlerne hier Eisenschweif, das ist eine, ja, das ist eine Step-Attacke zwar, aber ich verlerne sie trotzdem. Aus dem Grund, weil die Attacke sehr ungenau ist. Und ja, Blizzard ist auch ungenau, aber Blizzard ist dafür besser geeignet. So, schauen wir uns das Shiny Metal mal an. Es hat das Wesen Kauzig. Ich habe mich erkundet, was das bewirkt. Und zwar ist es ein neutrales Wesen, das verändert gar nichts an den Werten. Das heißt, ja, die Werte sind gleich. Aber einen hohen Verteidigungswert. Also ich hätte den gerne jetzt als Defender genutzt, aber naja. Was man nicht mehr machen kann, kann man halt nicht mehr machen, ne? Okay, mit Blizzard und Donner. Ja, Blizzard ist gegen Drachen-Pokémon gedacht und Donner und Regentanz gegen Flug-Pokémon. Und Drachenklaue auch gegen Drachen. Also unser Shiny Metal ist ein richtiger Dragon-Slasher, kann man sagen. Gut, dann gehe ich zurück in die Liga und es wird weiter trainiert. Ich werde Shiny Metal auch jetzt auf Level 55 trainieren. Also ich werde alle auf Level 55 trainieren, will ich damit sagen. Ja, und dann geht's weiter mit der Liga. Oder dann geht's in der Liga weiter, mit der Top 4 natürlich. Ich werde sie in diesem Part noch auf Level 50 trainieren. Und dann trainiere ich sie im nächsten Part auf Level 55. Und dann geht's weiter mit der Top 4. Okay. Dann schalte ich meine Stimme jetzt ab. Dann seht ihr mich gleich wieder mit Pokémon-Musik von Poké Remix Studio. Bis gleich. So, ja, das war das Training und ja, ich habe ja gesagt, wir nehmen es ins Team und genau das werden wir auch machen. Unser Neon-Tom hat leider immer noch kein Level 55, aber das macht nichts, wir haben es ja nicht mehr in unserem Team. Und ich würde sagen, statt uns ständig darauf vorzubereiten, bis wir anfangen die Liga zu machen, mache ich es in diesem Part.
und ich muss die Webcam anschalten. Ich habe es vergessen zu machen. Bis gleich. Meine Webcam geht mal wieder nicht. Tja, scheiß Logitech. Den schicke ich eine Mail mit dem Betreff Scheiße. Okay, Vorbereitungen. Ja, wir machen Vorbereitungen. Ganz kurz. Dauert nicht lange, Leute. Keine Panik. Die Vorbereitungen sind schnell abgeschlossen. Ich glaube, ich habe meine Pokémon schon geheilt, aber ich mache es trotzdem. Ist ja scheißegal. So, und jetzt, ja, komm, ich speede. Warum speede ich eigentlich? So, kaufen wir uns einfach mal 20 Übertränke. Und noch 30 Beleber oder einfach so viel, wie das Geld hat, reicht. 15, ja, 20 müssen reichen. Okay. Gut, Leute. Jetzt mal ohne Webcam, die Liga. Naja, also man kann sich ändern, Technik halt, ne? Technik hat seine Grenzen und seine Fehler. Ab hier haben nur Trainer, die alle Orden darin haben, erhalten haben, Zutritt. Trainer, lass uns sicherstellen, dass du auch alle Orden hast. Glaube an dich und deine Pokémon und gehe weiter. Ja, das werden wir auch machen. Okay. Tja, Déjà-vu, Leute, oder? Kennst du das aus dem Saphir-Let's-Play, falls ihr das gesehen habt? Damals war es ja viel schlechter und in Nicht-HD. Dieser Part ist ja in HD, so wie alle Pokémon-Parts. Fast alle. Und der erste ist Ulrich, der setzt Unlicht-Pokémon ein. Da sollten wir vielleicht einen unser Logar an erster Stelle setzen. Mit seiner Doppelkick-Attacke ist es sehr gut gegen Unlicht-Attacken. Ja, okay, fangen wir mal an. Willkommen, Herausforderer. Ich bin Ulrich von den Top 4. Ich mag deinen herausfordernden Blick. Ich denke, das wird ein guter Kampf. Gut, das sieht gut aus. Schön. Dann lass uns beide einen Kampf erleben, wie man ihn nur hier in der Pokémon-Liga erleben kann. Und es geht los. Ulrich gegen Kevin. So, er setzt zuerst sein Magnaien ein. Was machen wir denn dagegen? Ich würde sagen, wir machen es schnell und schmerzlos mit einer Doppelkick-Attacke. Und ja, das wird ein. Ja, ein One-Hit-Kill kann man es nicht sagen, weil er ja mehrmals angegriffen hat. Sagen wir einen Two-Hit-Kill, ne? So, ich habe Shiny Metal den Erfahrungsteile noch gegeben wegen dem Training. Aber naja, das macht nichts. Unser Shiny Metal kann ruhig ein bisschen trainiert werden. Und er nervt mit Mogelhieb, diese Tangolist. Oh Mensch, okay, dann machen ihn mal Feuer unter dem Hintern. Das wird ein One-Turn-Kill, das kann ich euch sagen, jawohl. Sehr effektiv, Spezialangriff von Loh sind leider, aber es macht nichts. Ich kann es ja jederzeit wechseln, wenn ich es wechseln muss. Absol. Ah, der hat auch ein Absol wie wir. Na gut. Aber unser. Ja, was heißt unseres? Wir setzen unseres noch nicht ein. So, Doppelkick. Er hat Übernahme eingesetzt. Was bewirkt, kann ich euch nicht so hundertprozentig sagen. Ich kenne die Attacke nicht so besonders. Naja, aber es ist jetzt auch nicht mehr so wichtig. Absol ist auch down. Den haben wir zum Mond getreten, wie wir auch immer so schön sagen. Okay, ein Wasser-Pokémon. Tohaido. Jetzt müssen wir aufpassen, es kann sein, dass es Surfer vielleicht kann. Aber ich glaube, gegen den Doppelkick wird es auch keine Chance haben. Tschüss, Tohaido. Ja, ihr seht, wir brechen hier durch wie ein Karatekämpfer durch einen Steinziegel. Ja, da gibt es noch so die Shaolin-Mönche, die können mit einer bloßen Handfläche einen Stein zerstören. Ich habe die falsche Attacke zwar eingesetzt, aber egal, es hat trotzdem geklappt. Okay. Na gut, Ulrich hätten wir ohne Probleme erledigt. Das war zu leicht. Ich habe verloren. Ich, Ulrich, von den Top 4. Macht nichts, ist Verlust. Und wir gewinnen 4900. Nun hör dir an, was dieser Verlierer zu sagen hat. Du bist bestens ausgerüstet. Da solltest du in den nächsten Raum gehen. Zum nächsten Kampf. Ja, das tun wir auch. Wir wollen ja schließlich Champion werden. Ne?
Wir sind ja nicht nur zum Spaß hier. Das ist purer Ernst, das ist harte Arbeit. Das ist überhaupt kein Spaß. Pokémon ist kein Spaß. Nein, nein, das ist alles harte Arbeit. Man muss einen Pokémon trainieren. So, die nächste ist passend zu Halloween. Sie setzt nämlich Geist-Pokémon ein. Was haben wir denn gegen Geist? Ja, ich hätte jetzt gerne meinen Ninjatom dabei. Wobei Ninjatom eher nicht. Ninjatom wäre blöd gewesen. Ich nehme Absol. Warum Absol nehmen? Ich nehme mal Absol. Absol ist immun gegen Geistattacken, kann man sagen. Oder fast immun. Denn die Attacken gegen Absol sind nicht sehr effektiv. Ich bin Antonia von den Top 4. Ich habe am Pyroberg trainiert. Während dieses Trainings habe ich die Fähigkeit erworben, mit Geist-Pokémon zu kommunizieren. In der Tat ist das Band zwischen mir und den Pokémon sehr stark. Komm und schaue, ob du irgendetwas gegen meine Pokémon ausrichten kannst. Und hier ist Kampf Nummer 2, Antonia gegen Kevin. Wie gesagt, sie setzt Geist-Pokémon ein. Und warum trägt sie ein Bikini? Es ist doch gar nicht Sommer. Naja, egal. Da werde ich bekloppt, wenn ich das sehe. Okay, mit Absol verfolge ich eine ganz andere Taktik wie mit den anderen Pokémon. Und zwar spielt Absol auf Statuswerte. Das heißt, erstmal dreimal Schwerttanz. Er greift ja nur mit einer Geistattacke an, die unserem Absol kaum Schaden zufügt. Das heißt, wir können hier ganz beliebig Schwerttanz einsetzen. Und falls Absol mal irgendwie irgendwas abkriegen sollte, haben wir ja immer noch Erholung. Aber jetzt ist leider Fluch eigentlich schadet unser Absol leider ein bisschen. Aber ich glaube, einmal werde ich es noch machen. Einmal noch Schwerttanz und dann werde ich vielleicht noch Erholung einsetzen, um sicherzustellen, dass es nicht mit Fluch gekillt wird. Ja, er greift an mit seiner Finsterfaust, aber es bringt ihm gar nichts. Wir können Doppelteam nicht einsetzen, richtig, weil Finsterfaust eine Attacke ist, die immer trifft. So, und jetzt setze ich Erholung ein, damit mir unser Absol ein bisschen geheilt wird. Der Fluch wird dadurch leider nicht geheilt, der Fluch bleibt leider immer noch erhalten, wenn man eine Erholung einsetzt. Ja, ihr seht, der Fluch schadet unserem Absol immer noch, aber wir haben jetzt noch eine blaue Flöte bei uns dabei, oder soll ich eine Kopfgenesung einsetzen? Ich glaube, Kopfgenesung wäre eine etwas bessere Wahl. Ey, aber ich glaube, ich nehme zuerst mal die blaue Flöte. Ich nehme die blaue Flöte, das muss schon reichen. Und dann greife ich an mit Aeroas und werde seinen Zwirklock one-hitten. Ja, vielleicht soll ich doch einmal noch irgendwie einsetzen. Ach komm, ich greife jetzt an mit Aeroas. Was soll denn das feige Ding jetzt schon wieder, ne? So, One-Hit-Kill gegen Zwirklock. Perfekt. So, Shiny Metal kriegt ein bisschen Erfahrungspunkte, Erfahrungsteile, sag ich nur. Ja, das ist der Fluch. Haarscharf, noch überlebt. Okay, jetzt, ich glaube, es wäre besser, wenn unsere Pokémon wechseln würden, aber dann wären auch die Statusveränderungen weg. Und jedes Pokémon von ihr kann bestimmt Fluch. Das heißt, ja, ich muss jetzt mit einem verfluchten Pokémon kämpfen. Verflucht aber auch! Okay, er greift nur mit Finde an, oder sie greift nur mit Finde an. Es ist ja ein weibliches Pokémon. Der Finde zieht nur 12 KP ab. So, ja, egal. So, der nächste One-Hit-Kill. Zack. Das geht durch wie Butter. Unser Absol hat so eine scharfe Klinge jetzt. Damit kann er alles zerschneiden, sogar Geister, die gar nicht anfällig gegen physischen Schaden eigentlich sind. Ja, das ist immer noch das Gift. Aber egal, Aeroas. Und One-Hit-Kill gegen Zubiris. Das heißt, der Zubiris sei, sei gegen alles stark oder ja, hat keine Schwäche. Aber nicht gegen unser Absol. Absol killt jeden. Okay, hier ist nochmal einmal Fluch. Ich glaube, ich setze nochmal einen Trank ein, um es nochmal zu heilen. Weil ich möchte jetzt nicht, dass Absol down geht. Das wäre sehr ungeil. Ja, der Spukball, der zieht wahrscheinlich ein bisschen was ab, mit 20 KP schätze ich. Oh, okay, 40 hat er abgezogen, das Doppelte, was ich vermutet hatte. Naja, aber jetzt werden wir auch dieses Banette One-Turnen oder One-Hit-Killen, wenn jemand auch schön zu sagen pflegt. So, Banette hätten wir erledigt. Und das nächste ist wahrscheinlich noch, ja, ein zweites Zwirklock, genau. Genau, kann mich noch daran gut erinnern. Als kleines Kind hatte ich immer Angst vor einem Zwirklock. Nicht
Du wirst gewonnen, genau wie deine anderen Kollegen. So, wir haben alle Pokémon von ihr gewonnen, mehr oder weniger. Oh, verdammt, aus und vorbei, verloren. Kevin gewinnt 5100 Pokédollar, die uns nichts mehr bringen werden, weil wir das Spiel eh bald fertig haben. Das Band zwischen dir und deinem Pokémon ist ebenfalls sehr stark. Das hatte ich gar nicht bemerkt, daher konnte ich nur verlieren. Ja, jetzt möchte ich sehen, wie weit euch dieses Band bringt. Geh und betrete den nächsten Raum. Ja, ist ja klar, dass wir den nächsten Raum betreten müssen. Das musst du uns jetzt nicht sagen, dass wir den nächsten Raum betreten müssen. So, hier ist er. Oh, Frau Sina. Sie setzt Eis-Pokémon ein. Gegen Eis, was haben wir gegen Eis? Wir haben gar nichts gegen Eis, bis auf unser Logok hier, das mit Kampf und Feuer sogar zwei Elemente hat, mit dem es Eis, ja, killen kann. Willkommen! Mein Name ist Fosina! Von den Top 4! Ich bin weiter nach Höhen gereist, um meine eisigen Talente zu trainieren! Aber bisher haben mich nur lausige Trainer mit noch lausigeren Pokémon herausgefordert. Wie sieht es mit dir aus? Es würde mich überaus freuen, wenn du mich zwingst, alles zu geben. Okay, der nächste Kampf. Frau Sina gegen Kevin. So, ich glaube, gegen ihr müssten wir keine großen Probleme haben. Ich meine, wir haben einen Kampf- und Feuer-Pokémon. Beide Elemente sind stark gegen Eis-Pokémon, was sie hat. Also, wir können jetzt entweder Doppelkick oder Hitzekoller einsetzen. Ich setze für den Anfang erstmal Doppelkick ein, weil ich mir den Hitzekoller für stärkere Pokémon aufheben möchte. Zum Beispiel ihr Walreiser. Wobei gegen Walreiser ist nicht sehr effektiv. Also, naja. Da muss ich mir wahrscheinlich noch was einfallen lassen. Ja, ihr seht, der Eisstrahl, der zieht gar nichts ab. Mit Eis kann man kein Feuer schmelzen. Oder kein Feuer einfrieren. Also Feuer kann ja nicht eingefroren werden. Rein von der Physik her. So, aber wir können Eis zertreten. Zertreten können wir Eis. So, ja, und jetzt testen wir mal unsere Stärke oder Logok-Stärke einfach mal. Und Logok Stärke hat sich bezahlt gemacht. Und Firmenfor ist ja eiskalt besiegt worden, wenn man so schön sagen möchte. Sejong, das ist die Entwicklung von wie heißt es? Seemobs. Und ja, dazu Walreiser, das ist ihr stärkstes Pokémon. Das ist hier die zweite Stufe von ihrem stärksten Pokémon, wenn man es so haben möchte. Und zwar, oh nein! 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 Nein, hat die einfach unser Logo gesurft. Das geht doch so nicht. Das geht doch so nicht. Na gut, dann setzen wir einen. Moment. Was meint denn das? Egal, ich riskiere es fliegen. Torpius ist vierfach schwach gegen Eis. Aber wenn dieser Fliegenangriff trifft, jawohl, ist Deon down. So, jetzt kommt wahrscheinlich ihr stärkstes Walreiser, nehme ich an. Oder? Kommt Walreiser? Nee, es kommt ein zweites Sejong. Jetzt muss ich wechseln, denn das ist mir jetzt viel zu riskant jetzt. Ich glaube, Shiny Metal, ich weiß nicht. Ja, Shiny Metal kann Donner, aber ich habe einen Donnerball gebracht. Oder nee, wir haben ja ein Elektro-Pokémon, das habe ich ja komplett vergessen. Wir haben ja unser Voltenzo immer noch, genau. So, er setzt eine Eisattacke ein, die stärkste Eisattacke, Blizzard. Ich glaube, Voltenzo wird überleben. Jawohl. So, jetzt muss ich, na, wobei, Voltenzo kann gar keinen Regentanz, das hat ja vergessen, jawoll! Der Donner trifft. Sehr schön, und? Wird's ihn killen? Ja, One-Hit-Kill, perfekt, Voltenzo. Sehr schön. So, Shiny Metal levelt auch ganz gut, oder beziehungsweise kriegt ein paar Erfahrungspunkte. Phenon-Tor schon wieder, ja, für die wenig Eis-Pokémon, die es in Höhen gibt, da, wundert es mich nicht, dass ein paar Pokémon doppelt kommen. Ich nehme jetzt mal Shiny Metal, unser Shiny Pokémon. Ja, episch sieht's doch aus, oder? Was meint ihr? Epische Shiny Metal. Tja, Shiny Metal wird vom Hagelsturm getroffen. Ja, toll. Und jetzt würde ich sagen, Surfer.
Ja, mit deinen Eisattacken kannst du keinen Stahl einfrieren. Das ist schwierig. Stahl ist da. Fail. Mal wieder habe ich gefailt. Okay. Okay. Ist ja mal lustig wieder. Ach, wie schön. Haben wir denn einen Eisheiler oder sowas? Ich muss jetzt mal schauen. Eisheiler, Eisheiler, Eisheiler. Eisheiler, den Scheiß verwendet doch kein Schwein, Eisheiler. Oh nein, sag mir jetzt nicht, dass ich vergessen habe, Hyper-Dingsbums zu kaufen. Hyper-Heiler. Tatsache, ich habe vergessen, Hyper-Heiler zu kaufen, oh nein. Na gut, dann setzen wir eine Vibrierbeere ein. So, nochmal frierst du meinen Metal nicht ein. Metal ist etwas schwieriger einzufrieren als normales. Ach ja, lustig heute. Lustig, lustig, ja, ja. Okay, nochmal wird mir das nicht passieren. Dafür werde ich sorgen. Dafür werde ich echt sorgen. Okay. Naja, also ich find's lustig. Ich find's nicht. Ich bin nicht lieblich, ich find's nur lustig. So. Okay, setze ich jetzt einfach mal in ihn rein. Und nochmal wird es mir nicht passieren, denn Metall ist schwieriger einzufrieren als andere Pokémon. Okay, das wäre jetzt ein Triple Fail gewesen, wenn das nochmal eingefroren wäre. Okay, Regentanz. Ich habe den Surfer beigebracht, aus dem Grund, weil ich mit Regentanz kombinieren kann. Ich wollte aber auch Aquarelle beigehen, das wäre ja auch ein bisschen cool gewesen. Naja, aber Surfer zieht halt mehr ab, deswegen habe ich mich für Surfer entschieden. Aquarelle ist ein bisschen schwächer als Surfer. So, und jetzt ergreifen wir mit Donner. Der Donner trifft jetzt immer, weil wir Regentanz eingesetzt haben. Ne? Wir kennen es ja vom Real Life her, wenn es regnet, fallen auch manchmal Blitze vom Himmel. Ne? Sowas nennt man Gewitter. Oh Mann, oh Mann. Okay, einmal müssen wir noch Donner einsetzen, dann haben wir dieses eisige Firnentor besiegt. Na, jetzt komm schon, nochmal wirst du mein Shiny Metal nicht einfrieren. Ein drittes Mal kann ich mir kaum vorstellen. Jawoll. So, jetzt bist du... Ja, das, jetzt ist dieses... Was? Du hast überlebt. Warum hast du überlebt? Warum zieht Donner jetzt weniger ab als vorhin? Kann mir das jemand sagen? Egal. Drachenklaue. Die habe ich mir zwar für den Dragon aufgehoben, diese Attacke. Und setze nochmal die Genesung ein. Was mich total jetzt nervt gerade. Naja. Aber wir haben ja Zeit in diesem Part, wir haben genug Zeit, der Part ist schon, eh schon saulange wegen dem Shiny-Mittel, was ich euch gezeigt habe vorhin. Okay, jetzt wechsle ich, oh, soll ich wechseln? Nee, ich setze jetzt einfach mal einen Beleber ein, ich möchte jetzt Loros wiederbeleben, weil ich jetzt keine Lust mehr auf dieses Spielchen da habe. Ich will es jetzt kurz machen, jetzt haben wir genug gespielt. Logok wird jetzt wiederbelebt. Ja, jetzt kommt noch ein Eisstrahl. Ich hoffe, Shiny Metal überlebt das Ganze. Nein, unser Shiny wurde von einem Eis-Pokémon besiegt. Was für eine Schande. Naja, aber gegen Logok sieht Firnentor kalt aus. Oder? Kann man das so sagen? Oder ist das gerade so ein Wort, das ich gerade erfunden habe, weil es zum Eis-Ding passt? Egal. Okay, jetzt. Dieses Firnentor ist mir ein Hitzekoller wert. Also, Hitzekoller! So doppelte Stärke mit 100, wie viel zieht jetzt gerade ab? 140 glaube ich. Na, egal, weiß ich nicht so genau. Auf jeden Fall sind wir dann jetzt für einen Tor jetzt down. Und jetzt kommt der Valreiser. Das, ja. Das Pokémon halt, ne? So, es ist vom Typ Eis und Wasser, da ach, scheiße, ich habe vergessen, jetzt kommt wahrscheinlich ein Surfer und Logok stirbt, oder? Stimmt doch, oder? Natürlich. Okay, tschüss Logok. Keine Panik, wir können dich jederzeit wiederbeleben. Wir haben genug Sachen eingekauft. Halb so wild. Soll ich Tropius einsetzen? Ich setze Voltenso ein. Voltenso kann Donner. Außerdem glaube ich, dass er Regentanz einsetzen wird und unser Donner dann 100%ig treffen. Was ist das denn jetzt schon wieder? Ne, Citro wäre auch manisch. Das drückt mir jetzt aber auch. Das langweilt jetzt nicht. Okay, Donner. Bam, bam, bam. Und Kill! Jawoll! Rosine haben wir auf Eis gelegt, was man so sagen kann. Oh, meine Pokémon! Dann, was, die richtige Stimme? Ja.
Sturm, wenn die Pokémon alle Zusammenhalt verbrennt alles! Diese Hitze besiegt jeden! Kein Wunder, dass mein eisiges Talent dahin schmolz und dir nicht schadete! Mehr oder weniger. Geh weiter in den nächsten Raum! Und dort wirst du die schrecklichste Seite der Pokémon-Liga kennenlernen! Na gut. Okay, jetzt müssen wir unsere Pokémon heilen. Belebe auf... Oh Gott, zwei Pokémon sind darum gegangen. Na gut, ihre Pokémon waren ja auch etwas stärker als die von Ulrich und Antonia, oder? Keine Ahnung, wie die heißt. Aber der nächste, der ist der stärkste der Top 4. Und er setzt Drachen-Pokémon ein. Ja, Dragan, habe ich schon gesagt. Dragan, Drachen-Pokémon, ein kleines Wortspiel mit seinen Namen, kann man so sagen. Ich glaube, für Dragan werde ich Shiny Metal nehmen, weil Shiny Metal eine Art Anti-Drachen-Pokémon ist, das leicht Drachen-Pokémon vom Himmel holen kann, weil es Drachenklaue kann. Habe ich ihm extra beigebracht. Wegen Dragan. Ja, und ich glaube, wir werden das ganz gut schaffen können. Ich bin der Letzte des Top 4 in der Pokémon-Liga! Dragan, der Drachenmeister! Von Natur aus sind Pokémon wild! Sie sind frei! Manchmal behindern sie uns, manchmal helfen sie uns! Weißt du, was es bedeutet, mit Pokémon als gleichwertigen Partnern zu kämpfen? Weißt du, was verlangt wird? Wenn du das nicht weißt, wirst du hier an dieser Stelle scheitern! Next Battle, Dragan vs. Kevin! Alright. Er hat auch wieder nur 5 Pokémon. Alle haben irgendwie nur 5 Pokémon, das ist etwas seltsam. Normalerweise haben sie ja immer 6 Pokémon. Ach, unser Shiny wird hier erste Arbeit zeigen, was es drauf hat. So, mein Shiny Pokémon. Zermalme diesen Drachen zu Staub. Und warum setzt er Felsgrab ein, wenn er weiß, dass die Attacke wenig Sinn macht? Er möchte wahrscheinlich meine Initiative erzielen, glaube ich. Oh, Drachenklaue ist deutlich effektiver als Felsgrab. Ja, ihr seht, es zieht mehr ab. Aber unsere Drachenklaue zieht natürlich noch mehr ab. Und Raschel hätten wir erledigt. So, das war Nummer 1. Shiny Metal erreicht Level 56. So, das nächste ist Libeldra. Jetzt müssen wir aufpassen. Libeldra kann eventuell vielleicht den Erdbeben. Ich nehme jetzt einfach mal Welser raus. Und versuch's mit einer Surfer oder einer mit einer Taucherattacke. Erdbeben können wir nicht einsetzen, weil Libeldra die Fähigkeit Schwebe hat. Ja, aber ich glaube, mit Taucher müsste es ganz gut zu schaffen sein. Okay, er möchte mein Pokémon paralysieren und es funktioniert, natürlich. Naja, tauchen wir einfach mal unter. Unser Welser taucht unter. Im nicht vorhandenen Wasser. Ah, natürlich. Schaufel hätte ich auch eingesetzt, wenn ich die Attacke könnte. Was machen wir gegen die Welser denn jetzt? Ich hoffe, Welser ist schneller, weil der Erdbeben würde dann fressen, glaube ich, oder? Nee. Ich glaube, ich setze jetzt einfach nochmal eine Erholung ein. Nee, Erholung ist es etwas zu früh. Ich warte noch eine Runde und hoffe, dass er nochmal Schaufel einsetzt, dann müsste, glaube ich, der Erdbeben treffen. Unter der Erde müsste der immer treffen. Okay, ich wechsle. Das hat so keinen Sinn. Das funktioniert mit Welser einfach nicht. Ich muss mir was anderes einfallen lassen. Ich probiere es mal mit Absol. Vielleicht hat Absol mehr Glück. Ja, Sandsturm. Eine Attacke, die es nicht so sehr bringt, finde ich. Eher eine unnötige Attacke, wenn ihr mich fragt. So wie dieselbe Taktik wie gegen Ulrich, Schwerttanz. Und hoffen, dass es nicht paralysiert wird. Sehr schön. Okay, jetzt steigt der Angriff weiter von Absol. Einmal geht noch und dann setze ich einen Trank ein. Ich hoffe nur, dass... Okay, er bereitet einen Angriff vor.
einen stärkeren Angriff als Drachen, ne, Feuerodem. Wenn ich hier weiter meinen Angriff erhöhe. Und wir setzen irgendwie gar kein Doppelteam ein, fällt mir auf. Ja, das können wir ja später noch machen bei dem nächsten Pokémon. Das kommt mit, ich glaube, jetzt sogar vielleicht. Ach, egal. Ich setze erstmal einen Hypertrank nochmal ein, um sicherzustellen, dass Abzug jetzt nicht stirbt. Ich finde es ja sehr ungeil jetzt. Das sage ich irgendwie immer, wenn wir einen Schwertanz eingesetzt haben. Aber es stimmt ja auch. So, jetzt setze ich einfach mal Doppelteam ein. Oder soll ich den Angriffswert weiter? Ich erhöhe weiter den Angriffswert, denn Angriff ist, wie ihr wisst, die beste Verteidigung. Tja, und solange ich meinen Absol immer wieder heilen kann, spielt es keine Rolle, ob Absol Schaden kriegt oder nicht. So, einmal noch einen Hypertrank. Wir haben nicht mehr so viel, wir müssen langsam rationieren. Denn wir wollen ja noch den Champion besiegen und der ist deutlich stärker als die paar Funzel, gegen die wir jetzt gerade antreten. So, jetzt müsste jeder Attacke one-hitten, wenn wir schneller sind immer. Okay, Aeroas. Bam, tot. Oder? Ja. Sag ich ja. Plus 6 Angriff, das überleben wenige Pokémon. Da müssen sie schon 20 Level höher haben, um das zu überleben. Altaria, Hallöchen. Na, mein Lieblings-Pokémon. Ich sage nur Heiko, die Tunte. Ja, er erhöht auch sein Angriffswert, aber das bringt dir nichts, weil er jetzt sterben wird. Das ist so, als hättest du gar nichts gemacht, Altaria. Du nutzloses Pokémon. So, auf ein immer Wiedersehen. Ah, sogar ein Volltreffer. Das hätte jetzt nicht einmal ein 60er Pokémon überlebt. Vermute ich jetzt einfach mal. So, das nächste ist noch ein Libeldra. Er hat zwei Libeldras, was mich so wundert. Ich dachte, er hat nur eins. Naja, gut, ich habe es ja auch letztens 1,5 Jahre erst gespielt. Vor 1,5 Jahren habe ich ja letztens das Spiel gespielt und es kann Flammenwurf. Ich glaube, Absol wird es nicht überleben, oder? Ah, doch, es hat überlebt. Aber jetzt brennt und der Angriffswert wird dadurch gesunken. Denn wenn ein Pokémon brennt, sinkt sein Angriff. Und zwar sehr stark. Das ist jetzt aber bitter. Ich brauche jetzt wieder eine Top-Genesung, aber wir haben keine Top-Genesung mehr. Was machen wir denn jetzt? Ich würde sagen, Erholung, aber ich glaube... ja, er ist schneller. Habe ich irgendwie schon befürchtet, dass er schneller ist. Eieiei, na gut. Ich setz Logo, gar nicht. Ich riskiere es einfach mal, dass es Erdbeben kann und dass es unser Logo dadurch killen wird, aber ich riskiere es nicht. So. Okay. Stärke. Ich probiere es mit Stärke. Stärke müsste reichen, wenn ich jetzt nicht irre. Und es reicht nicht, schade. Jetzt aber keine Paralyse, bitte. Gut. Okay, sogar der Sandsturm hört auf. Oh, ich hasse Top-Genesung. Ich finde es einfach nur nervig, wenn die Trainer ihre Pokémon heilen. Das ist total unnötig. Das ist so, als würden sie einem mit der Faust ins Gesicht schlagen. So, da, Hitzekoller und Tschüss. Hat das keine Lust mehr auf diese Libellen da. Ja, Libeldra sieht irgendwie aus wie ein Pflanzen-Pokémon, weil es ja grün ist, aber es ist ja ein Drachenboden-Pokémon. Max Sax aus der 5. Generation, also in Weiß, Schwarz, Weiß 2 und Schwarz 2. Natürlich kommt jetzt noch eine Top-Genesung. Max Sax ist ja auch grün. Ne, Max Sax ist nicht grün, die Vorentwicklung von Max Sax ist grün. Wie die heißt, weiß ich jetzt leider nicht. Aber die ist auch grün, da habe ich beim ersten Mal auch gedacht, das wäre ein... ein Pflanzen-Drachen-Pokémon. Okay, jetzt Stärke. Hitzekoll ist jetzt sehr viel schwächer als vorher, weil der Spezialangriff ja jetzt minus 4 ist. Und jetzt senkt er auch noch unsere Genauigkeit. Ich glaube, ich muss Logok austauschen. Das ist mir jetzt ein bisschen zu heiß jetzt. Zu heiß. Logok, versteht ihr? Zu heiß. Wörtspiel. Na gut. Okay, ich nehme Shiny Metal. Ich habe jetzt keine Lust mehr auf dieses Libeldra. Ja, ich habe Shiny Metal mit einem Meisterball gefangen. Na und? So, Drachenklaue. Ich habe Shiny Metal aus dem Grund, weil mit einem Meisterball gefangen, weil es Brüller kann. Damals, wo es noch ein Stollrad war. Und dadurch den Kampf beenden könnte. Und das war mit heiß. Deswegen habe ich ihn mit einem Meisterball gefangen. Und Shinies sind deutlich wertvoller als legendäre Pokémon, finde ich. So, jetzt kommt Bruta Landa, sein stärkstes Level 55. Hatten wir auch im Team im Saphir Let's Play. Was auch ziemlich abgegangen damals war, oder ich
Das wird ziemlich abwehren. Gesagt. Boah, knapp hat uns Shiny Metal überlebt, aber es ist ja auch ein Metal. Ein Shiny Metal. Ja, Shiny hört ständig wie Metal, das härtet ihn ab. Er ist ein Rocker, ein steinharter Rocker, kann man sagen. Ein Shiny Metal. Ja, das setzt Knirsche ein, aus dem Grund, weil er AP sparen wollte auf Flammenwurf. Aber es, tja, es war eher töricht. So, okay, Shiny Metal kriegt zwar ein bisschen Damage, aber ich glaube, der Damage von Roter Lander wird größer sein als den wir jetzt bekommen haben. Ja, ich glaube. Ah, ich hasse es, wenn sie Pokémon heilen. Ah, der Zieltropäre. So, das wirst du überleben. Ich glaube an dich. Jawohl, Shiny Metal überlebt immer. Perfekte Scheiße. Scheiße. So, er kann sein Pokémon jetzt nicht mehr heilen, weil er ja schon seine Items verschwendet hat, um uns schon vorher zu nerven, was ihm auch gelungen ist. So wollte er so. Oh. Ja, ich wollte auch so wie Ruckzucki wollte ich zwar einsetzen, aber Donnerblitz geht eigentlich auch. Okay, Bruta landet nur erledigt, ebenso Dragan. Boah, das war jetzt ein langer Kampf, aber wir haben es geschafft. Hervorragend! Das muss man sagen! Kevin gewinnt 5500. So, es fehlt nur noch einer, den wir besiegen müssen. Dir gebührt wahre Ehre, da du als Trainer der Pokémon so weit gekommen bist. Du weißt, was verlangt wird. Ja, ein Trainer braucht ein ehrliches Herz. Pokémon berühren das Gute im Herzen des Trainers und lernen inzwischen gut und schlecht zu unterscheiden. Sie berühren die guten Herzen der Trainer und wachsen daran. Geh weiter! Der Champ erwartet dich! Oh, episch, okay. Erstmal die Pokémon heilen und dann erst episch. Okay, Shiny Metal zuerst. Ich speede es ein bisschen, weil ja, das kennen wir ja schon. Ne? Das ist eher unnötig, wenn wir jetzt erwarten, dass die AP die KP aufgefüllt sind. Das sind ja keine AP, das sind KP. Kraftpunkte. Wer hat diesen Ausdruck eigentlich gefunden? Ich nenne diese KP Kraftpunkte. Ja. Episch. Okay, wir haben es ja schon mal geschafft. Warum sollten wir es jetzt nicht schaffen? Also, ich glaube fest daran, dass wir nochmal Champion von Höhen werden. Tja, ich würde sagen, auf Glück. Auf gut Glück. Willkommen, Kevin. Ich habe schon lange drauf. Was? Ich habe schon lange darauf gewartet, dich eines Tages hier zu sehen. Und? Was hast du alles auf deiner Reise mit deinen Pokémon erlebt? Was hast du gefühlt, als du auf so viele andere Trainer getroffen bist? Was wohl in dir erweckt? Ich will, dass du all das im Kampf gegen mich einsetzt. Nun zeig es mir! Letzter Kampf. Troy gegen Kevin. Okay, ja, 6 Pokémon. Und wir haben einen Pokémon, das eine Statusveränderung hat. Aber naja, wir werden es trotzdem schaffen. Nicht wahr, Shiny Metal? Ich würde sagen, Regentanz. Tja, Stahl gegen Stahl würde ich sagen, ne? Ja, dein Stahl, mit deinem Stahl kannst du keinen anderen Stahl, Typen, schädigen. So, jetzt kriegst du mal schönen Donner ab. Ich habe extra einen Regentanz für dich vorbereitet, extra aus dem Grund, weil Donner, ja, ich würde sagen, weil du Donner so sehr magst, ne? Du bist ja ein Vogel-Pokémon, ihr Vögel, ihr mögt ja, wenn ihr von dem Donnerblitz getroffen werdet, ne? Oder? Und ihr mögt es, wenn ihr paralysiert wird, das ist doch schon mal was, oder? Okay, hier nochmal ein Donner für dich. Just for you. Just for you. Okay. Und Panzeron ist D-O-W-N. So, das war sein erstes von 5. Amaldo. Ein Fossil-Pokémon.
Ja, okay, ich würde sagen, die Namali setzen wir mal einen Surfer ein. Ich würde sagen, er hat schon seit mehreren Tagen nicht mehr gebadet. Tun wir einfach mal ihm den Gefallen und tun uns einfach mal baden, ne? Der Troll, der wäscht ja seine Pokémon nicht. Also, okay, er trinkt, deswegen blubbt er jetzt mit seiner Aquavelle unser Shiny-Mittel an. Naja. Na gut, hier nochmal ein Bad für dich, ein schönes Bad für Almaldo. Und ja, jetzt ist er glücklich und ja, gibt wieder in seinen Pokéball. So, vier hat er noch übrig, Lepomentas. Boah, das stinkt ja. Du musst mal gewaschen werden, Lepomentas. Was, du willst nicht gewaschen werden? Du lebst hier mit der Erde. Och Mensch. Er scheut sich noch ein bisschen. Er möchte wohl nicht gebadet werden. Dieser Drecksspatz. Was machen wir denn mit dem, mit diesem Drecksspatz? Ich würde sagen, wir holen unser Tropius her und erziehen den mal ein bisschen. So, ich würde sagen, erstmal ein schönes Wetterchen machen, ne? Schönes Wetter ist immer schön. Und der Erz bewirft uns mit Steinen. Also, was hatten seine Eltern dem beigebracht? Hey, Lepomentas! Wenn du fremde Leute siehst, schmeiß mit Steinen auf sie. Das ist immer gut. Ach ja, Tropius kann übrigens Synthese, deswegen setze ich jetzt mal Synthese ein. Und in Kombination mit Sonnentag ist es doppelt so heftig. Das hält dadurch noch mehr KP. Antikkraft hat zum Glück nur 5 AP, das heißt ja, und es zieht sogar jetzt weniger ab als vorhin. Also jetzt würde ich sagen, erzähl mir mal dieses Lepomentas mit einem schönen Solarstrahl in den Hintern, ne? So würde ich sagen, ne? Doppelt so stark, ich wollte schon sagen vierfach so stark, aber stimmt nicht ganz. Ah, jetzt baut er sich ein Schild auf, so ein Abwehrschild gegen Sonnen. So ein Sonnenabwehrschild-Dingsbums, ne? So ein Sonnencreme-Dingens. Oh Gott, ich hab vielleicht eine Fantasie. Okay, ich hab's mir schon gedacht, dass er die Attacke überleben wird, weil er ja Lichtschild eingesetzt hat. Jetzt kommt wahrscheinlich eine Top-Genesung, wie ich mein Glück kenne. Aber solange der Solarstrahl noch einsetzen kann, ist alles noch im guten Bereich. So, Lepomentas ist geheilt worden. Tja, das kann ein bisschen eigentlich. Mich stört gerade nur sein Lichtschild. Das ist das einzige Problem gerade. Aber er greift ja eh nur mit Antikraft ein. Und Antikraft hat bald keine AP mehr. Es kann, glaube ich, nur noch einmal Antikraft einsetzen. Und ich habe vergessen, Sonnentag einzusetzen. Schade eigentlich. Naja. Okay, er erhöht seine Verteidigung. Das ist, ja. Was bringt es dem? Ich meine, ich greife mit Spezial an. Das bringt rein gar nichts. Ich kann es mir jetzt sogar noch die Zeit nehmen und mein Tropius auf volle KP heilen. Ich glaube, das mache ich sogar. Ah, verdammt. Okay, einen Antikraft hat er noch übrig. Antikraft habe ich gerade gesagt. Antikraft. Naja. So, nochmal kann so unser Tropius nicht mehr angreifen. Es kann sich nur noch schützen mit Lichtschild und Reflektor. Während wir hier unser Pokémon auf volle KP heilen. So, jetzt kommt dann ein Sonnentag und dann ein Solarstrahl. Da haben wir dieses Lepomentas super erzogen, dass es endlich baden tut. Ne? Dann geht es von selber in die Badewanne. Erinnert mich jetzt irgendwie an die SpongeBob-Folge, wo SpongeBob versucht, den Gary zu baden. Gary, du steigst jetzt in die Wanne. Geh in die Wanne. In die Wanne. In die Wanne. Okay, ja, Volltreffer gegen Lepomentas, Lepomentas wurde erzogen, etc. etc. und stirbt jetzt. So, jetzt haben wir die Hälfte seiner Pokémon schon gekillt und jetzt kommt das Taste, meiner Meinung nach, Willie. Es hat einen sehr hohen Willen zu überleben, deswegen heißt es auch Willie. Ich probiere es mal mit Fliegen. Ich hoffe, dass Fliegen das abzieht. Ja, es kann auch Antikkraft, wie all seine Pokémon vermute ich jetzt mal. So, hier kriegst du mal schöne Pflegeattacke ab. Oh mein Gott, sieht das wenig ab. Oh nein, Matschbombe kann es. Oh komm, das habe ich ja komplett vergessen. Scheiße. Matschbombe ist scheiße. Oh, zum Glück nicht vergiftet. Was mache ich denn gegen Willi? Wie wollen wir das denn am besten plätten? Eine Eisattacke wäre hier vielfach stark, aber wir haben keine Eisattacke. Es ist ja vom Typ Pflanze und Gestein. Daher, ich setze mal Logok ein. Logok ist ja nichts schwach gegen Gesteinsattacken, weil Logok ja ein Kampftyp ist. Das heißt, die Antikraft ist nur normal stark. Und ich glaube, ein Doppelkick müsste sogar doppelt. Nee. Oder? Funktioniert das?
Ne, das funktioniert nicht, aber es zieht trotzdem sehr viel ab. Uiuiui. Hätte ich nicht gedacht. Also beim Saphir Spiders sind wir ja eine Ewigkeit an diesem Bild hier gehangen. Und ich passiert das hier jetzt nicht auch. So, jetzt kommen Leber, jawoll, oder ne, ein Kopf genesen. Wie viel hat er eigentlich? 3 oder 4 hat er, glaube ich, ne? Ich glaube, beim nächsten Mal setze ich Erdbeben ein. Oder? Ich glaube, der Doppelkick müsste beim nächsten Mal sogar auch reichen. Ich setze nochmal Doppelkick ein und dann müsste wohl Willis Willen müsste gebrochen sein. Willi will's wissen. Da gibt es so eine Sendung bei Kika, oder? Willi will's wissen. Willi will's wissen. Naja. Ich nehme mein Wortspielchen immer. Okay, das nächste ist Stollos. Hallöchen, wir haben auch einen Stollos. Auf uns ist es besser, aber es ist egal. Ich will jetzt nicht beide gegeneinander antreten lassen, sondern mach's kurz mit Erdbeben. So, vielfach stark, weil Erdbeben gegen Stahl und Gestein sehr vielfach stark ist. Und Stollos wurde gewonnen jetzt. Wer hätte es gedacht? So, Level 56 für Logok. Und das nächste und sein letztes ist Metagross. Das ist sein stärkstes Pokémon. Ja, ist auch richtig heftig. Also, das hat mich schon einigermaßen häufig gekillt, wo ich das damals gespielt habe, das Rubin-Spiel. Und er greift unser Logok mit Psychokinese an, einer Psycho-Attack. Ich habe ganz vergessen, dass es ein Psycho-Pokémon noch ist. Ich setze jetzt einfach mal Voltenso ein und greife an mit, ja, ich würde sagen, ein scheiße, es kann kein Donnerwelle. Ich dachte, es kann Donnerwelle, unser Voltenso. Naja, gut, dann eben nicht. Dann eben Donnerblitz. Ich wollte eigentlich Donnerwelle noch beitreten, habe ich ganz vergessen. Naja, egal. Ist jetzt auch nicht mehr so wichtig. Und Erdbeben habe ich ganz auch vergessen. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Ich bin total, ja, ich habe alles vergessen, was dieses Metagross drauf hat. Ja. Okay, dann eben Tropius. Ich nutze Tropius jetzt darum, um unser Logok nochmal zu heilen mit einem Beleber. Ungefähr so, Logok wird geheilt mit einem Beleber, so sieht das aus, wenn ein Logok geheilt wird. Und dann greifen wir nochmal mit Erdbeben an. Sternenhieb, ich glaube, das ist Metagross Spezialattacke. Wobei, es kann auch sein, dass Pipi diese Attacke drauf hat, oder? Egal, weiß ich nicht so genau. Pipi kenne ich nicht so richtig gut. Okay, Logok hat jetzt wieder seine volle KP und ich glaube, es müsste es mit einem Erdbeben dieses Metagross killen können. Ohne dass er jetzt einen Trank oder sowas einsetzt, was den Kampf noch weiter verzögert. Welser hätten auch einsetzen können, aber das war ist paralysiert und das ist mir ein bisschen zu riskant jetzt. So, Erdbeben. Falls Logok draufgehen wird, setze ich Welser ein mit Erdbeben und dann müsste das Ganze gegessen sein. Ja, wir haben gewonnen. Wir sind Bommel-Champion von Hün. So, ja, Kevin besiegt Spieler treu, oder, ne, Quatsch, Kevin besiegt Champ treu. Ich, der Champ, habe verloren. Dir gebührt alle Ehre, Kevin. Du bist wahrhaft ein edler Pokémon-Trainer. Und wir gewinnen haufenweise Kohle. Herzlichen Glückwunsch. Die Gefühle, die du deinen Pokémon entgegenbringst, und die Pokémon, die auf diese Gefühle mit all ihrer Kraft antworteten, sie werden eins und bringen eine weit größere Stärke hervor. Und so gehört der Sieg heute dir. Du bist mit rechts Höhns neuer... Nicht du schon wieder! Kevin, ich muss dir noch irgendeinen Rat angeben, bevor du gegen den Champ antrittst. Was ist los? Wie? Was? Der Kampf? Das kann nicht sein, der Kampf ist schon vorbei. Oh, siehst du, was habe ich dir gesagt, Maike? Ich wusste, du brauchst dir keine Sorgen um Kevin zu machen. Kevin, du hast es geschafft. Als ich hörte, dass du deinen Vater in der Arena von Lütenburg City besiegt hast, wusste ich, dass du eine Chance hast. Aber dass du sogar den Champ besiegt hast und Champ geworden bist. Oh ja. Oh ja. Was ist aus deinem Pokédex geworden? Lass mich mal sehen. Oh, du hast 147 Pokémon gesehen und 26 Pokémon gefangen. Einige Pokémon tauchen nur in bestimmten Regionen ab. Hab nur Geduld. Auf nationaler Ebene hast du 148 Pokémon gesehen. Ja, ich muss dazu sagen, ich habe beim Siegestraßentraining die Pokémon die Auftauchen verändert, sodass nur noch Chaneras auftauchen. Und dann habe ich gegen die Chaneras, ja, immer bekämpft. Warum Chaneras? Chaneras geben am meisten Erfahrungspunkte. Und so konnte ich mein Pokémon-Team schnell auf Level 55 trainieren.
Und Chanera ist ein Pokémon, das man nur mit dem Nationaldex bekommt, deswegen wird es hier auch noch gesagt, das mit dem nationalen Ding. Hast du 148 Pokémon gesehen und 26 Pokémon gefangen? Also, dann sage ich herzlichen Glückwunsch. Nun kannst du mit Stolz den letzten Raum betreten. Kevin, nein, neuer Champ, komm mit mir. Tut mir leid, aber diesen Raum dürfen nur Trainer betreten, die Champs geworden sind. Warte bitte draußen mit dem Professor. Ich mach nur Spaß, ist schon okay. So sind die Regeln. Kevin, ehrlich, herzlichen Glückwunsch. Die Ruhmeshalle. Dieser Raum. Hier verzeichnen wir die Pokémon, die siegreich aus harten Kämpfen hervorgegangen sind. Hier werden die Champs der Pokémon-Liga geehrt. Komm, schreib mir deinen Namen nieder, als ein Trainer, der über die Pokémon-Liga triumphiert hat und die Namen deiner Partner ebenfalls. 1, 3, 4, 5, 6, eingetragen, fertig, aus, Let's Play, vorbei, viel Spaß. Noch nicht, es kommt ja noch was. Wir werden noch die Regis fangen und Rayquaza auch noch. Ob ich Latias oder so fangen werde, kann ich nicht sagen, wir haben ja den Meisterball nicht mehr, vielleicht mache ich das noch als Special Part. Yeah, Shiny Metal! Voltenso! Absol! Welser! Logok und Tropius. Das sind unsere Pokémon, mit der wir Champion geworden sind. Zum zweiten Mal in Höhen. Champ der Pokémon-Liga. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Tja, also das war's schon wieder. Oh mein Gott, wie schnell ist dieses Let's Play vorbei gewesen? Ich kann mich noch erinnern am ersten Part. Oh, das war vielleicht schön. Da haben wir unser Flamdi ausgewählt, sind nach Blütenburg City gelaufen und so. Oh, das war schön. Ja, also ich würde sagen, am Anfang hat mir das Let's Play sehr viel Spaß gemacht. Und vor der Pause hat es mir eher geätzt. Also das Let's Play war dann eher ätzend, aber ich habe es doch ganz gut um die Ecke noch gebracht, das Let's Play. Naja, okay, das nächste Let's Play ist, wie gesagt, was ich schon wahrscheinlich schon gesagt habe, in diesem Let's Play Pokémon Kristall wird sein. Da, ja, da setzen wir die Story der Game-Edition fort. Natürlich werde ich das wieder mit Pokémon Musik machen von Poké Remix Studio. Das, was ihr gerade hört, ist übrigens auch von Poké Remix Studio, dieser Hintergrundmusik. Was habe ich denn jetzt noch? Ja, also jetzt werden wir noch die Regis fangen, die drei, Siegelkammer etc. etc. Dann noch Rayquaza und wie gesagt, ob ich Latias oder so fangen werde, muss ich noch schauen, also ja. Also ja, dann sage ich jetzt mal ciao für dieses Let's Play, vorerst schon mal, es kommt ja noch was, also nicht verpassen, falls ihr das noch sehen wollt, solltet ihr es euch noch anschauen oder auch nicht, je nachdem, wenn ihr keinen Bock mehr habt, dann könnt ihr natürlich abschalten, also ich zwinge euch zu nichts, ist ja alles ganz offen, ne? Okay, ja, wie gesagt, ciao für dieses Let's Play. Fürs Erste und dann bis zum nächsten Part oder bis zum nächsten Let's Play. Ciao, Leute!